Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Freund von Regenponchos, und zwar die hier. Und die benutze ich jetzt auch schon seit einigen Jahren, und ich war immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Poncho beim Regen recht schnell abzuspannen zu so einem kleinen Shelter. Ja, und da hatte ich auch schon einige Vorgängermodelle. Aber so ganz perfekt war es nie, und ich habe probiert und gebastelt, und nach nun fast 3 Jahren habe ich jetzt die ultimative Lösung für mich gefunden. Das ist dieses kleine Set hier, mein Poncho schnell abspann Set, und das möchte ich euch heute in diesem Video mal vorstellen. Wer sich noch an das Video mit dem finnischen Regenponcho erinnern kann, da hatte ich ja schon mal hier so eine Stifte gefertigt. Die kam ja dann oben, praktisch kam die Ritschlein durch die Schlaufe von der Öse vom Poncho, und dann wurde das hiermit fixiert. Es hat eigentlich auch relativ gut funktioniert, aber das Problem an der Geschichte war, ich hatte die beiden Teile zwar zusammen gemacht mit einem Karabinerhaken, aber es war immer noch ein einzelnes loses Teil, und man kann die natürlich dann ruckzuck verlieren, was mir natürlich auch passiert ist. Ja, der zweite Lösungsansatz war dann, auf die Ridgeline praktisch solche Halter mit dem Prusiknoten zu machen. Bloß da war eben das Problem, dass ihr, wenn ihr die Ridgeline aufgewickelt hattet, dass die Spanner alle auf einer Seite waren, und ihr musstet jedes Mal den Brusikspanner bis rüberziehen, und das hat natürlich auch so seine Zeit gebraucht. Gut, war jetzt nicht so dramatisch, aber es hat mir halt immer noch nicht gefallen. Ja, und jetzt nach fast 3 Jahren rumtesten und entwickeln, bin ich jetzt hier zu dieser Lösung gekommen. Wie ihr seht, könnt ihr da auch nichts mehr verlieren. Es ist alles auf der Ridgeline. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, packen wir erstmal so ein Poncho aus. Um euch die Funktionsweise von dem Spannern zu erklären, benutze ich jetzt erstmal noch einen von diesen alten hier, die ich damals gebaut habe. Die Funktionsweise war ja so, der Poncho hat ja hier Ösen eingelassen, und ihr nehmt praktisch die Ridgeline, steckt die durch die Öse und fixiert es dann mit dem Stift, und durch den Zug von der Ridgeline verklemmt sich das Ganze. Und der große Vorteil daran ist, dass sich die Kraft von der Ridgeline auf die gesamte Öse gleichmäßig verteilt und ihr die höchste Festigkeit habt, die es eigentlich gibt. Ja, und das Problem, was eben beim Lösen war, das Teil war locker, das ist euch dann irgendwie weggefallen, das konnte man verlieren, und das hat mir halt nicht so gefallen. Bei dem neuen System ist es jetzt so, dass hier alles auf der Ridgeline ist. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das hier funktioniert. Ihr nehmt jetzt hier so einen Stift, das ist so ein kleiner Stift. Da kann man dann hier das Paracord so, mal sehen, ob man es in der Kamera sieht, nach hinten weglegen. Und ihr könnt das ganz einfach hier durchstecken und umklappen. Und schon ist der Stift fest. Ihr habt die gleiche Kraftverteilung auf der Öse und das gleiche Prinzip. Bloß wenn ihr das nachher abbaut, könnt ihr halt den Stift nicht verlieren. Das Set besteht halt hier aus dieser Ridgeline mit den Aluminiumstiften. Hier hat es einen dickeren, der ist zum Abspannen. Dann hat es 3 Stifte, die durch die Ponchoöse passen. Warum 3, obwohl der Poncho nur 2 hat, erkläre ich euch dann später noch. Und hier wieder ein dicker Stift, um das Ganze abzuspannen, damit es stabiler ist. Ja, des Weiteren ist in dem Set sind noch 4 Heringe aus Aluminium, damit ich sofort was zur Hand habe und nicht erst versuchen muss, wenn es anfängt zu regnen. Und nochmal ein Stück Paracord mit einer Schlinge zum Zuziehen für die Kapuze, damit man den Poncho nach hinten abspannen kann.
Gut, dann würde ich sagen, spannen wir den Poncho mal ab. Ich zeige euch jetzt die schnellste Art und Weise, wie ihr den Poncho mit dem Set abspannen könnt. Ja, ich nehme alle Sachen aus dem Set heraus. Die Schnur zum Abspannen für die Kapuze, die stecke ich mir irgendwo in die Tasche, damit ich sie am Mann habe. Die Heringe, das gleiche. Ich brauche aber für einen Poncho nur 3 Heringe. Wozu der 4. ist, erkläre ich euch nachher. Die stecke ich mir also auch in die Hosentasche. Und zum Schluss nehme ich die Ritschlein. Na dann los! So, mit dem ersten Stift ziehen wir jetzt praktisch die Ritschlein hier am Baum fest und gehen dann zum anderen Ende, nehmen aber mit den Fingern hier den letzten Stift mit, weil den brauchen wir auf der anderen Seite. So, kurz vor dem anderen Baum, wo ihr abspannen wollt, macht ihr hier eine Schlaufe für den Truckers Hitch. Dann gehen wir hier mit dem Seil um den Baum. So, und dann können wir hier den Schnurspanner einsetzen. Und wichtig hierbei ist jetzt, spannt das Seil nicht so stramm ab, sondern lasst noch ein bisschen Luft. Ich sag mal so, dann kann man das hier noch bewegen. Seht das? Das brauchen wir nämlich jetzt, um die beiden Spanner für den Poncho einzuführen. So, wie ihr seht, sind die 3 kleinen Abspannhülsen durch die Neigung schon in die Mitte gerutscht. Das ist schon sehr praktisch. Ja, jetzt nehmen wir unseren Poncho hier. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr eure Abspannleinen unten habt. Falls mein Poncho müsste jetzt hier so ran. Ja, und dann nehme ich den Poncho, nehme so einen Stift, steckt den da durch. Seht ihr, das Paracord klappt jetzt nach hinten um. Und wenn der Stift durch ist, könnt ihr den umklappen. Dann ist der fixiert. Und das gleiche machen wir jetzt an der zweiten Seite. Jetzt könnt ihr den Poncho schon ein bisschen vorspannen. Wir stecken den Stift durch. Dafür braucht es natürlich auch noch Reserve. So, und jetzt kann man den Poncho spannen. Wie ihr seht, hängt der Poncho schon ganz ohne Knoten. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist da hinten am Seilspanner abspannen. Wer zu den Seilspannern Fragen hat, guckt euch bitte das Video Bushcraft Seilspanner an. Da ist das alles genau beschrieben. Ja gut, dann werde ich den Poncho jetzt abspannen, hinten die Heringe reinmachen und schon ist unser kleines Shelter fertig. So, und schon hängt der Poncho. Was ich dann immer noch als erstes mache, bevor ich den nach hinten abspanne, ist, ich mache hier das Paracord um die Kapuze zum Abspannen, weil da kommt der nachher nicht mehr so gut ran. So, dann kann man das Stück schon hier hinlegen und dann kommen wir nachher perfekt daran. Okay, jetzt noch die Heringe. So, und zum Schluss noch das Seil zum Abspannen nach hinten wegspannen. So. Und fertig ist der Poncho-Shelter.
Ja, wie ihr gesehen habt, ging das ruckzuck. Beim Erklären natürlich viel langsamer, wie als wenn er es direkt aufbaut. Die Verbindungen hier, die sind auch wirklich stabil. Da könnt ihr dran ziehen. Das ist bombenfest. Also da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Also ich denke, das ist ein super Patent. Ja, aber was ist denn nun mit dem einen Hering, der über ist, und diesem einen Stift, den ich gar nicht benutzt habe? Ja, das ist ganz einfach. Das ist dafür da, einen zweiten Poncho mit anzukoppeln. Zum Beispiel, wenn man zu zweit unterwegs ist oder ich mit meiner Frau, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, hier einen zweiten Poncho ranzumachen, und wir haben richtig schöne Shelter. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, der zweite Poncho passt natürlich so nicht daneben. Das heißt, der muss jetzt noch ein bisschen in die Richtung verschoben werden. Das baue ich jetzt mal schnell um und dann melde ich mich wieder bei euch. So, der erste Poncho ist jetzt hier nach rechts gerückt. Den zweiten habe ich jetzt schon hier über die Ritschlein gehangen. Ja, und jetzt werden wir die beiden Ponchos koppeln. So, jetzt nehmen wir ganz einfach hier die rechte Lasche vom zweiten Poncho, lösen hier unsere erste Verbindung, machen die so hoch, wie ich es gezeigt habe. Jetzt können wir den Stift hier gleich mit durchstecken. So, jetzt ist der Poncho hier auch verriegelt. Und nun fehlt noch das letzte Stück, die letzte Seite. Das wäre dann hier. Stift durchgesteckt und umgeklappt. Zack. Und schon ist der Poncho auch fest. Jetzt können wir das Ganze spannen. Ja. Wie ihr seht, sind die jetzt schön verbunden. Und jetzt kann man wirklich hergehen und die Ponchos hier zusammenknüpfen. Und ihr habt einen schönen doppelten Regenschutz. Ich würde das auch von innen machen. Da kommt er besser ran. Also erstmal zuknöpfen und dann zum Schluss könnt ihr das Ganze dann abspannen. So, noch einer. Ich glaube, dann ist es auch fertig. Genau, dann kommt die Schlaufe. So, jetzt sind die Ponchos verbunden. Jetzt gehe ich noch rum und spanne die beiden ab. Fehlt beim zweiten Poncho die Abspannleine zum Rausziehen nach hinten, kann man auch die vom ersten nehmen. Da macht man dann einfach provisorisch eine Schlaufe rein, die sich zuzieht. Macht die hier mit um die Kapuze. So, und dann hat man das hier so verbunden mit einem Doppelseil und da kann man dann beide Ponchos dran rausziehen. So, als erstes nehme ich die beiden Mittellaschen zusammen, spanne die nach hinten ab, stecke den Hering durch. So, jetzt haben wir schön die Mittelnaht, so muss das sein, schön gerade. Und daraus ergeben sich dann die Positionen für die anderen beiden Heringe. Dann nehmt ihr das Seil und spannt mit dem letzten Hering beide Ponchos nach hinten ab. Okay, unser Poncho-Shelter steht. Die Naht ist überlappen, das heißt, sie ist dicht. Nur hier in der Mitte, da seht ihr, wo die nochmal eine Öse ist, da haben wir ein kleines Loch. Da könnt ihr auch so einen Stock nehmen zum Beispiel und könnt ihn hier mit durchstecken, dann ist der Poncho an der Stelle auch abgedichtet.
Würde man die Ponchos noch flacher abspannen, könnte man hier zur Not auch zu zweit drunter schlafen. Dann mache ich noch mal einen kleinen Rundgang mit euch. Hier oben sieht man noch mal die Halterung. Dann kommt hier der erste Spanner. Ich drehe das mal um. So. Dann geht das hier weiter. Der Poncho liegt auch schön auf. Dann kommt hier unsere Mittelabspannung. Beide Ösen durch die Ritschlein. Das ist bombenfest. Dann geht das weiter. Dann kommt der letzte Bolzen. Und hier der Seilspanner. Hier nochmal die Verbindungsnaht von innen. Wie ihr seht, überlappt das schön bis unten und unten ist es dann zusammengezogen vom Hering. Hier das Ganze nochmal von hinten. Da seht ihr das Paracord, was um den Hering geht, um beide Ponchos rauszuspannen. So kann der Wind und der Regen die Ponchos nicht eindrücken. Befestigt ist es dann hier mal mit dem Hering. Dann hier in der Mitte beide Tarp-Loops, die ich eingeknotet habe, zusammen um einen Hering. Wem Tarp-Loops nichts sagt, bitte mal das Video von mir gucken. Ist eine sehr praktische Sache. Ja, hier ist dann die überlappende Doppelnaht. Die liegt schön übereinander, ist natürlich geknöpft. Hier ist unser Stöckchen. Da hat es noch ein kleines Loch. Gut, wenn der Wind von der Seite kommt, wird es wahrscheinlich etwas durchdrücken. Ja, hier oben nochmal die Abspannhülsen. Geh nochmal dicht daran. Von hinten da eine. In der Mitte sieht es gleich aus. Und unten ist dann einfach jeweils ein Seitenhering. Hier jeweils die Kapuze mit der zugezogenen Schlaufe. Also hier kommt euch auch kein Wasser rein. Das gleiche hier auf der Seite mit der provisorischen Schlaufe. Ja, und oben ist dann nochmal die Mittelabspannung und die hält beide Ponchos zusammen. Ja, das war die Vorstellung von meinem Poncho-Schnellspannsystem. Wie ihr gesehen habt, eine praktische Sache. Damit ist ruckzuck ein Poncho-Shelter aufgebaut, wenn ihr mal in Regenguss kommt. Das Ganze ist sogar erweiterbar für eine zweite Person. Durch die Stifte, die in den Ösen von den Ponchos die Kraft verteilen, ist das Ganze zudem noch äußerst robust. Ja, wem das gefallen hat und wer das nachbauen möchte, dafür gibt es noch einen zweiten Teil von dem Video, den filme ich dann aus der Werkstatt. Da zeige ich dann nochmal alles ganz genau, welche Maße, was ihr dazu braucht im Detail. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.